Hallöchen, meine Lieben, und fröhliche Weihnachten wünsche ich euch heute. Ich hoffe, ihr verbringt heute den Tag mit denjenigen, die euch nahestehen, ungeachtet der Geschenke und ungeachtet, ob ihr durch euer Blut oder durch euren Geist miteinander verbunden seid. Hauptsache, ihr verbringt heute Zeit mit denjenigen, die ihr lieben gelernt habt und mit denen, die euch lieben gelernt haben. Dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Heiligabend und eine schöne Weihnachtszeit. Und nun wünsche ich euch auch noch viel Spaß bei diesem Video. Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. So, bevor ich mich an die nächste Story-Mission mache, würde ich doch ganz gerne die ganzen sammelbaren Sachen auf dem Weg dorthin einsammeln. Das sind einige, wie ihr seht. Eine Untersuchung, mehrere sogar, darunter ein QR-Code. Zwei sammelbare Sachen hier zusammen mit einer Sehenswürdigkeit. Also da gibt's ein paar Sachen auf einmal auf einem Fleck zu tun und da kann ich ehrlich gesagt nicht widerstehen, wenn ich dran vorbeifahre. Da muss ich zuschlagen. So, holen wir uns erstmal die Sehenswürdigkeit. Willis Tower. Der Willis Tower ist mit 442 Metern das höchste Gebäude in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein lustiges Feature des Willis Towers ist das sogenannte Sky Deck, wo man spürt, wie der Turm im Wind schwankt und den Ausblick auf Michigan, Wisconsin und Indiana genießen kann. Und für die ganze Wagemutigen hat der Turm auch Glasbalkone, damit man sehen kann, warum man Angst vor so großen Höhen haben sollte. Oh. Ja. Kombiniert mit dem krassen Wind, der da oben wahrscheinlich herrscht. Puh. Bin ich kein großer Fan von. Aber sollen das ruhig diejenigen machen, die das an sich gerne tun. Ist halt nichts wirklich für mich. So, Was ist hier denke ich das? mal, ja. Irgendeine Datei? Ist jetzt der CTOS-Einbruch? Okay, die sind alle einigermaßen Komm schon, in komm der schon. Nähe. Gut. So, 3,5 Minuten haben wir. Mal gucken. Eins davon scheint ja ziemlich bodenständig zu sein. Hier um die Ecke in der Gasse. Müsste hier irgendwo direkt. Was? Och nö, ne? What the fuck? Scheiße. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Komm ich da überhaupt rein? Kann ich da durch die Tür? Nein, kann ich nicht. Ach, scheiße. Was soll ich denn sonst hier machen, bitteschön? Komme ich hier irgendwie nach oben? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ach, Dreck. Na toll. Direkt das erste Ding bereitet mir hier schon solche Probleme. Läuft ja super. Ja, war hier nicht irgendwo eine Kamera? Hier war doch irgendwo eine, oder täusche ich mich jetzt komplett? Ich glaube nicht, dass ich die gemeint habe, aber egal. Ach, das gibt's doch. Ah, da war sie. Okay, da ist eins. Das andere Ding sehe ich null. Super. Ach, shit. Die Tür, die ist so krass beleuchtet, dass man eigentlich davon ausgeht, dass man da lang gehen kann. Och, Leute. Ach, geht weg da. Kein Bock auf euch. Ah, in der Tiefgarage oder was? Na, super. Okay, 3 von 5. Ich habe noch 1,5 Minuten für die letzten beiden. Shit. Eigentlich müsste ich jetzt mit dem Auto diese Strecke hinter mich bringen, aber ach, am Ende jagen die noch die Cops auf mich. Dann versuche ich es lieber gleich nochmal, wenn ich es jetzt nicht rechtzeitig schaffe. Ach, dumm, da muss ich doch lang. Dann finde ich in der Zeit wenigstens heraus, wo die anderen Kästen sind. Ja. Okay.
Und jetzt noch der letzte. Oh, 50 Sekunden. Das ist knapp, wenn ich das schaffe, ey. Come on. Das wäre der Hammer. Das ist irgendwo dort oben. Da müsste ich doch da direkt drauf gucken können. Oder nicht? Hahaha! Geil! Hätte ich nicht gedacht. Super. Ich hab vielleicht deinen Blick erhascht. Sorry. Charlotte und ihre PR-Brigade lügen nicht immer über die Verwendung. Sie können alles beschleunigen, machen das Leben bequem. Aber die rechte Hand weiß nicht, was der Hintern macht. Pass auf und hör zu. Die Schlipsträger kleben schon Preisschilder auf ihre gesammelten Daten. Umgarnen damit Marketingleute und Politiker. Verdammt. Selbst der Bürgermeister hat letzte Woche ein paar von ihnen getroffen. Nichts davon ist überraschend. Warum verheimlichen sie es also vor dem Aufsichtsrat? Steckt noch was dahinter? Was sie ja was. Mhm. Nice. Erfahrungspunkte und da haben wir auch direkt den Privatsphäre-Einbruch. Oh, krass. Wieder so ein Minispiel. Ach du Schande. Aber dieses Mal ohne... ohne ein Zeitlimit, so wie es aussieht. Finde ich gut. So, einmal. Zweimal. Ach, diese Zeit. Okay. Das ist nicht so toll. Ich glaube eher so rum. Nee, auch nicht. Wie bekomme ich das Zeug da nach unten hin? Moment. So doch. So. Jawohl. Jetzt ist das Ding schon mal. Okay. Jetzt muss ich die drei Stränge nur noch über diese drei Dinger führen. Okay, Nummer 1. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Nummer 2. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen. Weil die Stadt die Kontrolle abgab. Nein, hören Sie mir zu, okay? Das ist eindeutig nicht die Figur, die ich bestellt habe, klar? Was ich bestellt habe, ist die Engelsschwester. Die Engelsschwester Ayumi in ihrem sexy Schwesternkostüm. Was ich erhalten habe, Sir, was ich erhalten habe, ist die Sexschwester Ayumi in ihrem Stadtoutfit. Die ich, wenn ich es sagen darf, mittlerweile dreimal in verschiedenen Posen besitze. Ich brauche keine vierte. Würden Sie mir sagen, was ich mit einer vierten soll? Nichts. Das ist es. Okay, was ich also möchte ist, was ich also... Nein, Sie sind der da falsch liegt, Sir. Was ich von Ihnen brauche, nein, was ich von Ihnen fordere, ist eine volle Rückerstattung der gesamten $400. Ich bin ein sehr ernsthafter Sammler, Sir. Wenn Sie mein Regal sehen würden, Sie wüssten, dass ich recht habe. Okay, das ist mir alles sehr wichtig. Also entweder helfen Sie mir oder ich gehe zu Ihrem Vorgesetzten und beschwere mich. Und Sir, dann werden Sie gekündigt. Okay, weil ich Sachen erledige, wenn... Warum ist dieser Typ nur... ist dieser Typ nur so nachvollziehbar? In jedweder Hinsicht. Ist mir irgendwie sympathisch, der gute Mann. Als Sammler kann ich ihn definitiv verstehen. Auch wenn ich nicht unbedingt solche Sachen sammle, aber... warum nicht? Ist ja nichts Schlimmes daran, wenn man sowas sammelt. Angesichts anhaltender Gewalt in Rossi Freeman hat Bürgermeister Rushmore diese in einem Statement verurteilt und die Gründung einer Taskforce angekündigt, die die Vorfälle untersuchen soll. Viele Einwohner von The Wards halten die Taskforce für eine PR-Veranstaltung, die nichts erreichen wird. Okay. Wenn diese Radio-Einspieler kommen, dann lasse ich es normalerweise laufen. Kann man sich ja durchaus mal anhören. Das sind durchaus ganz nette Informationen, die da teilweise enthüllt werden. Gerade eben wurde auch eine Psychologin zum Thema der Rächer befragt, was ja eigentlich nur ein Spitzname für mich ist.
Der Rächer. Ja. Und sie meinte, ja, die Medien, die geben ihm zu viel Aufmerksamkeit. Genau das will er doch, bla bla bla. Ja. So, was haben wir hier? Abgefangenes Tonmaterial. Was ist das, Maurice? Irgendein verlogenes Geständnis? Glaubst du wirklich, das ändert meine Meinung? Ich glaube, meinst du, hat der Maurice das tatsächlich absichtlich hier irgendwo hin platziert, damit Aiden das irgendwann findet und Mitleid mit ihm hat? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, dass er dazu irgendwann Gelegenheit gehabt hat. So, jetzt muss ich ja wieder diesen QR-Code finden, aber dazu brauche ich überhaupt erstmal eine Kamera. Wenn ich hier mal eine finden würde in der Nähe. Ja doch, ich habe mein Handy hier rausgezückt. Müsste hier eigentlich irgendwo was sein. Ah, dort. Bringt nicht viel. Vielleicht ja oben auf der Straße. Nee. Meine Minimap sagt ganz eindeutig, das Ding ist unten. Gut. Weiß ich aber immer noch nicht, wo das Zeug sein soll. Ich sehe noch nicht einmal eine Spur auf ein... Oh, jetzt sehe ich eine Spur. Okay. Da muss ich irgendwie aus dieser Perspektive eine Kamera suchen. Aha! Das könnte sie sein. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Aber ich glaube, ich bin schon nah dran. Ah, hier vielleicht? Mist. Komplett verdeckt. Oh, wow, 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 wow. Momentchen mal. Die Kamera, die ist bestimmt da ganz weit hinten. Ist sie das? Kann ich irgendwie mit dieser Kamera dorthin? Ohne, dass ich rüberschwimmen muss? Oder mit dem Boot rüberfahren? Scheinbar geht das nur mit dem Boot. Ja, meinetwegen. So. Hier muss doch irgendwo was sein. Hier muss irgendwo eine Kamera sein. Da ist der QR-Code. Das gibt's ja nicht. Ich kann das schon so ungefähr sehen. Da setzt er sich schon zusammen. Ich muss nur noch die Kamera. Da? Ist das eine? Ja, das sieht gut aus. Oh, endlich. Kaum hatte ich Ray Kenny erwähnt, wurde der Netzwerkrat ziemlich zutraulich. Wir haben mich zu einem Online-Treffen mit etwa 30 anderen eingeladen. Ich glaube, alle mit Dave im Namen gehören zum Rat. Die Dave haben uns über einige kürzliche Netzwerkaktivitäten informiert. Manipulationen an den Brücken. Insider-Infos über Chicagoer Richter. Er hätte Medien sein.
das öffentliche Zeug geben. Die nennen es Truppenaufbau. Bald soll noch mehr kommen. Die Daves haben mich zu einem privaten Treffen eingeladen. Scheiße. Ich muss die Nerven bewahren. Alles klar. So, mit einem Fuß im Grab. Damit können wir jetzt die Story-Mission machen. Ging schneller als erwartet, das Ganze. Mit einem Fuß im Grab. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Hier. Danke. Okay. Diese Männer, wer sind die? Ich weiß nicht. Die müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. DedSec sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen vermehrt es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Oh. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Finden wir es. Alles klar. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Oh ja. Suchen Sie einen Brückenzugang. Verbunden mit nahegelegener Kamera? Ah. Wer bist du denn? Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Oi! Tatsache. Und tut auch noch so scheinheilig als Obdachloser. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Frewer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Ach, Obdachlos. Da wo ich gerade eben durchgelaufen bin. DedSec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz eine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Ja, zumindest was eine schöne, interessante Sache, die wir dann erkunden könnten.
Einladen da. Zu opfern. Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktlohn. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Woran erkennst du das denn bitte? Ich sehe mich mal um. HIV-positiv, Lino Sagala, Helfer in Missionsstation. Ein Straßenpoet. Wo gibt's denn noch welche? Wo laufen noch mehr rum? Bußgeld wegen Hausbesetzung. Nettes Setup. Oh, Handy ist gejailbreakt. Was gibt's? Leidet an Demenz. Da sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen sie mich mitspielen. Eine Pokerrunde, hä? Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Oh je. Erzähl mir nicht, ich muss gleich selber pokern. Ich bin richtig scheiße beim Pokern. Noch jemand verfolgt den Anruf. Oh. Das sind sicher Fixer. Oh oh. Hey, mit anderen Worten, wir müssen jetzt schnell sein. Ich weiß jetzt, wo ich Frua finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Hört NASA-Netzwerke ab. Scheiße. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie auch. Ja, go, 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 go jetzt. Das Blöde ist, jetzt lasse ich meine gute Kollegin jetzt einfach so zurück. Die weiß von nichts, auf einmal stürme ich weg. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Ja. Es war jetzt leider eine Situation, die keinen weiteren Aufschub duldete. Sorry. So, jetzt häng ich sie am Arsch. Verstärkung! Hier kommt Verstärkung! Fahr in ihn rein! Lass mich in Ruhe! Ich ramm euch gleich! Miese Schweine! Ach, come on! Diese scheiß Wagensteuerung! Wenn man einmal getroffen wird, dann ist der Wagen auf einmal so extrem am Ausschlagen, das ist schon unnormal. Yes! Erwischt! Los, ich decke euch! Wo ist der andere? Da. Ich nehm's aber trotzdem persönlich. Leck mich. Lauf doch! Nein, 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 nicht nachladen! Aiden! Ich hätte dann aber in dem Wagen super Deckung suchen können. Ich wusste nicht, dass da noch ein zweiter hinterstand. For fuck's sake. Jetzt darf ich wahrscheinlich wieder dem Typen hinterherjagen, oder? Hey, ja, das war klar. Das toll. Ich weiß jetzt, wo ich Frua finde. Ja. Ich sammle ihn jetzt auf. Tolle Scheiße. Da sind sie. Das war so klar. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. So, ab jetzt. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. So, diesmal werde ich ihn, glaube ich, einen Ticken früher erreichen als vorher. Wams! Voll rein! Und scheiße! Ah. Voll rein, aber dafür auch richtig beschissen abgewürgt worden hier. Schön scheiße abgelenkt worden, in genau die falsche Richtung. Dreck. Jetzt hat er wieder einen Vorsprung, der Mistsack. Rammt euch doch mal selber, wenn es euch so einen Spaß macht.
sind ja richtige Rammler sozusagen. So, und voll hinten rein. Bam! Fahr in den Reihen, los! Ja, komm! Schieb ihn von der Straße! Fahr! Och, Alter, wo fährt er denn jetzt lang? Was? Wieso ist er da lang? Was soll denn der Scheiß? So war das jetzt aber nicht abgemacht. Och, was? Och, ihr kennt mich alle mal. Hier komme ich doch gar nicht mehr raus jetzt. Ja, kann ich voll vergessen. Ja, nee, das war's. Pass gut auf, er ist hier. Nee, das war's. Das war's. Ah, so ein Dreck. Kann ich nicht bitte einfach vom letzten Checkpoint oder so letzten Autosave laden? Ja, komm. Nicht die komplette Mission neu starten. Wenn ich den letzten Autosave lade, dann werde ich wohl hoffentlich wieder dort rausgeschmissen, wo ich gerade eben schon war. Dankeschön. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Flur finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Ja, laber. Ich hab keinen Bock, diesen Dialog 20 Mal zu hören. Wir werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. So. Bitte lass es diesmal funktionieren. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Okay. Komm her, mein Kleiner. Knall in ihn rein! Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Fahr in seinen Wagen! Ich fahr dir schön an der Seite weiter. Dich lasse ich jetzt nicht mehr los. Geil! Das ging ja schnell! Och, Alter, was? Ich wusste gar nicht, dass da einer auch direkt... Oh, Gott. Ach. Da habe ich einmal das Glück, ihn tatsächlich vorher schon auszuschalten. Und dann so eine Scheiße. Warum zum Fick habe ich meinen Granatenwerfer eigentlich nicht wieder geholt? Ich muss sie aufhalten. Das verstehe ich bis heute echt nicht. Warum ich ihn mir nicht wieder zurück in mein Waffenrad geholt habe. Du hattest recht. Mit dem Granatenwerfer wäre das alles kein Problem. Du willst alleine gehen, oder? Dann pisst euch alle bitte. Ich treffe dich auf der Insel. Meine lieben Zivilisten. Puh. Entschuldigung, aber das macht solche Verfolgungsjagden, wenn sie so oft hintereinander fehlschlagen, machen mich schon leicht aggressiv. Man merkt's. Verstärkung! Muss man ja kein Experte in menschlicher Psychologie sein, um das zu merken. Stoß ihn! So, hier. Komm jetzt. Schön an ihm dranbleiben. Fahr in ihn rein, tu es! Eventuell vor ihm irgendetwas hacken. Komm schon, das muss doch möglich sein. Habe ich gerade eben auch schon geschafft. Yes! Das Dreckfell ist hinüber! Er ist ausgestiegen! Jetzt zu Fuß! So. Der Kerl hat eine Waffe! So. Die Hauptperson ist schon mal weg. Ich sehe dich ganz genau da hinten. Warum läuft da ein Zivilist bitte schön mittendrin rum? Ist der bescheuert? Oder sie? So oder so ziemlich dämlich.
meine... Da sind sie. Viel Spaß. Da auch noch mal was. Bam. Wie kann da hinten noch einer am Leben sein? So, und noch einer. Habe ich ihn? So. Oh. Meine Fresse. Okay, dann eine Runde Poker mit Tobias. Ja, genau. Anstatt aus dem Auto auszusteigen. Ah, manchmal sind die Zivilisten echt ziemlich lebensmüde. Ah, er hat sein Auto verlassen. Dankeschön. Geht doch. So, Delle. Ups. Einmal lieber den Ort noch einmal markieren. So, sehr schön. Das finde ich schön angenehm, wenn der Navi aktiviert ist. Das ist wunderbar. Oh, hier ist ein Privatsphäre-Einbruch. Da kann ich nicht widerstehen. Oh, come on. Alles andere kann ich über den Haufen fahren, aber nur das nicht. Das lässt sich noch einrichten, würde ich sagen. Moment mal, von welcher Quelle geht das aus? Von dort, dann geht es darüber, dort hoch, da lang, da über den Zaun. Ach, das kann ich schon entriegeln. Das ist schon die letzte Stelle. Alles klar. Den hacke ich auch nochmal für seine Kohle. Hm? Okay. Muss ich jetzt mit einer Kamera irgendwo... Ja, da oben muss dann die andere Schwachstelle sein. Wenn ich jetzt die Kamera von gerade dachte. Perfekt. Und Wems, fertig. Sehr schön. Ich muss dir etwas sagen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und weißt du, wir kennen uns jetzt schon sehr lange und ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen und will mit dir zusammen sein. Matt, danke. Und ich liebe dich auch. Ehrlich? Du bist wie ein Bruder. Ah. Die ist mir so Wichtig. Ich würde nie gefährden, was wir haben. Ah, oh, come on. Oh ja, absolut. Das... Ich meinte ja nicht... Ich meinte auch Freundschaft, weißt du? Ach, weil come wir on. Ach, der arme. Freunde sind. So gute Freunde. Ach, der arme Typ. Autsch. Also, ja... Ich dachte nur, ich sollte es sagen. Also. Ach Gott, was habe ich gerade Mitleid mit dem Arm? Ach, naja, aber was willst du machen? Wenn sie einfach ja sagen würde, obwohl es nicht stimmt, dass sie ihn auch liebt, dann entsteht am Ende auch nichts Gutes daraus. Zumindest im Normalfall nicht. Kann was draus entstehen, aber meistens geht es eher schief. Weil am Ende versucht sie sich noch einzureden, um ihn nicht, weil sie ihn nicht verletzen möchte und ach nee. Muss nicht sein. Aber trotzdem, ich kann ihn vollkommen verstehen, wie der Typ sich fühlt. Arme Sau. Ich kenne deinen Schmerz. Upsala, ich habe vollkommen vergessen, jetzt die Musik auszuschalten. Scheiße. So, jetzt sind wir hier. Da hinten ist sogar ein schönes Profil für mich. Nee, das hier war's. Oder auch nicht. Ich habe keinen Bock mehr, mich anzupassen. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Ja, dann setzen wir uns doch auch mal mit an den Tisch, ne? Einer von den Typen muss Tobias sein.
Nehmen Sie am Spiel teil und schleusen Sie Tobias heraus. Oh Gott, ich kann so scheiße Poker. Ich sag's euch jetzt schon. Ich warne euch schon mal vor. Vor allen Dingen in diesem Spiel habe ich noch nie Poker gespielt. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Version die genau spielen. Buy-in, mitspielen, ja. Mal los. Muss ja sein. Tischinfo. Okay, Dealer, Small Blind, Big Blind. Warten auf Einsatz. Okay. Kann ich bitte erstmal ein Tutorial dafür haben? Beispielhände? Ach so. Ja, ja, klar. Höchste Karte, die höchste Einzelkarte, wenn keine anderen Gewinnkombinationen verfügbar sind. Ja, das ist eher nicht der Fall. Schön wär's, aber eher nein. Fünf beliebige, nicht aufeinanderfolgende Karten derselben Farbe. Ja, wenigstens ein Flush. Darauf habe ich wenigstens noch eine Chance. Ich habe ja schließlich zweimal Karo. Sagen wir mal 20. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ganz ruhig. Na und? Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Wow. Also kommt es überhaupt nicht mal... Boah, Alter, krass. Es kam nicht mal zum richtigen Spiel. Wow. Geil. Tobias, stopp! Wer hat dich geschickt? Krass. Es ist am Ende noch nicht einmal dazu gekommen, dass wir ordentlich spielen mussten. Wir haben noch nicht mal eine komplette Hand zusammengekriegt. Ach, jetzt komm. Komm, Aiden. Ich will gleich deinen Raketensprung sehen. Ich möchte diese ganzen Sachen ehrlich gesagt nicht sprengen, weil ich dann Angst habe, dass er dadurch sterben könnte und da habe ich keine Lust drauf. Shit. Du schießt übrigens richtig Kacke. Ich weiß, er feuert quasi blind aus der Hüfte nach hinten, aber trotzdem. Ach komm schon, Alter. Mir auf den Sack, der Typ. Ja, jetzt hat er einen Fehler gemacht, die KI. Fuck! Komm schon, ich bin doch schon... Dein Ernst? Ich hab ihn doch fast. Die miese Drecksau. Ich habe gerade eben schon eine Möglichkeit gehabt, den Knopf zu drücken. Und jetzt, Alter, jetzt ist er wieder so scheiße schnell. Ohne Grund. Das ist doch Kacke. Warum kann ich nicht schneller sein? Mann! Ey, ohne Scheiß, ich will dir ja gar nichts tun! So, jetzt ist Ruhe hier! Mistkerl! Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals! Die finden es raus! Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil du keine andere Wahl hast. Einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom. Kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Aber er existiert. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher.
denke ich. Und Kopfschuss. Klar. Das wäre jetzt perfektes Timing dafür gewesen. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So, was mache ich? Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Wow, auf einmal so vertrauensselig. Tja, er hat wohl einen perfekten Kunden gewittert. Tobias Shop. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist das einzige Geschäft, das Waren wie Jamcoms, Blackout und CTOS-Scans verkauft. Oi. Also nicht nur die Komponenten dafür. Nicht schlecht. Mit einem Fuß im Grab. Ja, ja. Der Dialog von Tobias hat schon klar gemacht, warum diese Quest so hieß. Puh. Alles klar. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Mhm. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Mit anderen Worten, ist es auch in Aidens Interesse, dass dem Typen nichts geschieht. Er hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Ja, keine Ahnung. Vielleicht darf er die Hände jetzt frei bewegen, wo er vorher noch komplett an allen vier Gliedmaßen gefesselt war. Irgendwas. So, die Sehenswürdigkeit hole ich mir auch noch. Ferris Halstead Bibliothek. Sieht von außen nicht nach viel aus, aber sie leistet wertvolle Dienste für die Gemeinde. Die Bibliothek ist ein beliebter Treffpunkt der Jugend. Sie fahren auf dem Parkplatz Skateboard, spielen Basketball und verlieben sich. Sollten sie jemals ins Innere der Bibliothek gehen, würden sie außerdem eine Menge Bücher finden. Also das Interessanteste findet meistens eher außerhalb statt. Schade eigentlich. Gut, Leute. Dann den Verbrecherkonvoi, den werde ich garantiert nicht machen, bevor ich meinen Granatenwerfer nicht wieder in meinem Inventar habe. Deswegen werde ich an der Stelle auf jeden Fall den Part beenden. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch zum nächsten Part. Wo ich dann, ja, wieder zur Kampagne hierhin zurückkehren werde. Ein fast leeres Plätzchen. Also mit anderen Worten, wir werden uns wahrscheinlich den Bunker näher angucken. Das dürfte eine sehr interessante Mission werden. Ich bin schon gespannt drauf. Gut, Leute. Dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.